So, das ist immer wieder. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. Achso, okay. So, 120 Smaragd haben wir jetzt hier meinen Namen bezahlt. Jetzt haben wir zwei neue Drachen. Das ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Dinge in diesem Spiel. Deswegen habe ich es jetzt gemacht. Und wir zähmen mal den Drachen. Runter, 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 rüber, 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 rüber. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, komm schon. Boah, das ging mal einfacher. Das ging doch viel einfacher mal. Bin ich zu schlecht darin geworden, oder? Ihr habt erfolgreich einen Drachen gezähmt. Sah nicht so aus, als wenn es erfolgreich gewesen wäre, aber wir haben auf jeden Fall einen. Und der, meine Freunde, kann nämlich schwimmen. Guck mal hier. Der ist im Wasser richtig schokoladeflink. Jetzt haben wir ein Luft-, ein Rennen- und ein Schwimmdrachen. Das ist ziemlich geil. Wir haben übrigens auch noch nicht unser Drachengehege abgeklappert. Haben wir auch noch, müssen wir auch noch machen. Da hinten haben wir noch einen Renndrachen. Die ich aber nicht so schön finde, deswegen hole ich sie mir nicht. Aber hier habe ich ein Kraut. Oha! Katalpa-Gras. Ruhe, sag dich! Hua. So. Auch die ist tot. Fab, fab. Fab. So, okay. Wo muss ich jetzt hin? Nach da drüben bin ich schon richtig, okay. Okay, habe ich verkackt. Achso, was mache ich denn für den Scheiß? Klack, das wollte ich machen. Und wo ist das komische Gras? Grabt Schatz Nummer 1 aus. Ah. What the fuck ist das? Jumbo Nummer 1. Oh, den habe ich ja noch nie gefunden. Lol, warum habe ich das noch nie gesehen? Das kenne ich nicht mal in meinem Hauptaccount und da bin ich schon viel, viel weiter als hier. Da bin ich schon Level 35 oder so. Was war das denn gerade? Sid Silverclaw ist da, okay. 9 Skill erhalten. Drachenzähmung. Na, ja, scheiß drauf. Da ist der Silverclaw. Make it quick. Beware of the shadow. Der wurde entführt, okay. Besuch das Haus des Handwerkers. Oh. Also normalerweise hätte ich jetzt hier auf dem versteckten Schatz gehofft, irgendwie sowas. Und ich nehme an, dass das hier das Haus des Handwerkers ist. Zumindest gibt es hier nichts anderes. Zertalie. Sieht auch nicht schlecht aus, die Dame. Nein, ich würde da gerne rein.
komme ich da rein? Ich bin leicht überfragt. Windels hier. Erbeutet, geht zum Kotapass. Seidenwebergras, trefft euch mit Sig. Ja klar, aber wo ist das Gras? Oh lol, echt jetzt so? Na dann gehen wir mal zum Seidenwebergras. Ich hatte es irgendwie hier hinten oder so. Durch Osira-Venen fließt Morgats Blut. Wählt euer Schicksal und akzeptiert die Herausforderung. Ich nehme stark an, dass wir jetzt kämpfen müssen. Das ist ja ein geiles Vieh, ey. Warum läuft sowas nicht durch die Welt? Ey, stell dir mal vor, das wären friedliche Baumriesen und die würden überall durch die Welt laufen. Das sähe so geil aus. Ich entscheide mich mal für die goldene Mitte. Kiste der Gegenwart. Wow, Waldaffen. Baum? Baum! Ich finde den geil. Boah, ist das denn defekte Maschine? Mehr geht auch nicht. Warum gibt es solche Viecher nicht überall? Ich weiß nicht, die sehen so geil aus. So Maschinen und irgendwas, das durch die Welt läuft. Nicht nur so Drachen, sondern auch ganz viel anderes Zeug halt. So, weg hier. Und hier haben wir auch das Gras, das wir gesucht haben. Seidenwebergras. So. Das geht ja ganz einfach. Wir müssten nur, haben nur die falsche Stelle gehabt. Klack. Und dann schwimmen wir mal zurück. Und da ist der Drache immerhin am schnellsten. So. It's up to you now. It's up to you now. I'm busy. Map?
Okay. It's a good day. Aha. Da wart es. Was? Dann warte es. Dann wart es die ganze Zeit ihr und dieses nutzlose Stück Abfall. Kein Wunder, dass im Zypok-Turm ein paar Experimentkristalle fehlen. Dann war es wohl richtig, diesen Narren zu folgen. Das sind wichtige Informationen. Wenn ihr nicht wollt, dass es dieses Stück Abfall abschlachtet, dann hört ihr mir lieber zu. Wenn der legendäre Drache, nach dem ihr sucht, wirklich existiert, dann händigt ihn mir lieber gleich aus. Und ich weiß auch genau, wie ihr ihn finden könnt. Ihr müsst User den Drachen nur wütend channel. Machen, dann erscheint er von alleine. Geht und tötet den Drachen in der Nähe des Sees User und bringt mir ihr frisches Blut. May you never fall. Weiß nicht, was das gerade war. Moment, ich guck mal ganz kurz. Huch, falsche Dings. So. Ah, okay, dann kam er rein, hat nach seiner Hose gebrüllt und... Ja. Jetzt müssen wir für ihn Drachen töten, oder wie sehe ich das richtig? Blut eines stachelrücken Wasserdrachen. Blut eines seebewohnenden Flinkfußdrachen. Ja, bleibt ja nicht anderes übrig, ne? Ich weiß, ich töte für die XP manchmal auch die Drachen, aber für die XP zu töten oder für so einen ästlichen Spasten die Viecher töten, ist natürlich ein Unterschied. In dem Falle jetzt, für den in Wirklichkeit würde ich niemals einen Drachen töten für XP. Also ist es nicht. Gehen wir mal davon aus, dass es in Wirklichkeit Drachen gäbe. So, hier muss doch wohl einer sein. Da muss irgendwo um diese Flinkfußwasser dran sind, das ja wahrscheinlich. Nee, das sind Dornschuppen. Ich suche aber Stachelrückenwasser dran. Sind das die? Ich glaube sehr weniger. Ja, sind nicht die. Doch, sind die. Lol. Am meisten die anderen. Na gut. Aber wo kriegen wir zwei weitere her? Ah, ich weiß wo. Da erinnere ich mich daran, hier hinten waren nämlich noch welche. Und hier haben wir auch gleich eine neue Quest, die wir noch mit angehen können. So. Und hier haben wir noch eine. So. Windel. What can I do for you? Hallo. Die Bäume hier sind wunderschön, nicht wahr? Mich haben das Wasser und die grünen Bäume hierher gebracht. Erst als ich ankam, erfuhr ich, dass es hier Altare gibt. Es scheinen Überbleibsel der Shaco-Imperiums zu sein. Ich hatte viele Altare, von denen die Einwohner zu den verschiedenen Göttern um Schutz und Reichtum für ihr Imperium gebeten haben. Es heißt, die Bäume hier haben den grünen Glanz des Lebens, weil sie vom Smaragddrachen gesegnet wurden. Es muss Schicksal sein, dass ich euch hier getroffen habe. Soll ich einen einfachen Segen über euch sprechen? Hier gibt es viele wunderschöne Morgennebelblumen, die sich für eine Segenszeremonie eignen. Sammle Blumen. Na gut, machen wir mal. Krummzahn. Boah, Alter, was ist das denn? Das ist ja ein Bossgegner. Stirb, stirb, stirb. Okay, ich muss mal mit dem Ausweichen ein bisschen üben.
ist hier eigentlich? Stirb doch endlich! Oh, meine Fresse. Boah, ist der heftig. Schnell Drachen rufen. Ja, von Drachen. Sehr schön, jetzt geht's ein bisschen schneller voran. Stirb. Ha, so. Und da haben wir ihn. Rucksack ist voll, okay. Kein Problem, wir haben bestimmt eine ganze Menge. Ja, genau. Okay. Huh. Okay. 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 So, was ist das jetzt hier? Du hast 2 Drachengeistessenzen erhalten. Na gut, sammeln wir mal weiter die Blumen hier, was wofür wir ja eigentlich hergekommen sind. Also hergekommen nicht, aber wir waren hier da gerade dabei. So. 4 5. Wuhu. Und eine brauchen wir noch. Immer die. Und dann gehen wir mal zurück zur Windel. Greetings. Ihr habt einen guten Geschmack. Diese Blumen sind so schön wie die ersten Blüten des Morgens. Danke, dass ihr sie hergebracht habt. Ich habe die anderen Items bereits vorhanden. Items, auch nicht schlecht. Und kann mich jetzt bereit machen, euch zu segnen. Moment, wartet mal kurz. Hä? Entschuldigt. Könntet ihr bitte einen Moment still sein? Ich höre etwas von den Altaren und den Bäumen. Ah, ich verstehe. Die Baumgeister, die Chagos verehrt haben, sind noch hier. Seit dem Fall des Chago-Imperiums ist sie so oft verlassen. Und auch wenn man jemanden vorbeikam, konnte noch niemand ihre Stimmen hören. Die Baumgeister haben Probleme und brauchen unsere Hilfe. Die Bäume sind zwar alt, aber sie tragen noch immer die Früchte ihrer natürlichen Lebenszyklus aufrecht, die ihren natürlichen Lebenszyklus halten, aufrecht erhalten. Doch jetzt haben die Nasshof-Goblins angefangen, ihre Früchte zu stehlen und nehmen mit jedem Mal mehr davon. Die Baumgeister möchten, dass ihr den natürlichen Ausgleich wiederherstellt, indem ihr ein paar Jadefrüchte von den Nasshof-Kulis zurückerobert. Werdet ihr helfen?